Matthias Tratnik, zuerst einmal gratuliere zum Sweep in der Halbfinalserie gegen den KAC. Wie war das Spiel für dich? Du hast doch eine 4 Spiele dauernde Sperre abgesessen, bist heute wieder zurückgekommen in den Kader. Wie hast du dich gefühlt damals? Also die ersten paar Spiele waren eine Katastrophe. Ich habe gedacht, ich habe die letzten 2 Wochen gar nichts trainiert. Ich habe gar keine Luft bekommen, ich wollte eigentlich schon aufhören nach dem ersten Drittel. Aber es ist dann besser geworden, um einiges besser. Ich habe dann auch noch ein Bild gekriegt vom Tor gehabt. Ich habe die einzigen 2 Schüsse, die ich gehabt habe, reingehauen zur richtigen Zeit. Ja, natürlich ein tolles Gefühl, zurückzukommen und der Mannschaft helfen zu können. Wenn man jetzt die Serie bilanziert, Sweep ist jetzt nichts Alltägliches, vor allem nicht im Halbfinale und vor allem nicht gegen den KAC. Wie analysierst du die Serie, beziehungsweise was war letztendlich der ausschlaggebende Punkt, dass es nach 4 Spielen schon für den Aufstieg ins Finale gereicht hat? Ja, ist schwer zu sagen. Ich glaube, wir waren über die ganzen 4 Spiele gesehen doch die bessere Mannschaft. Vor allem im letzten Drittel haben wir immer zulegen können. Und man merkt halt, dass der KAC dieses Jahr sich einfach schwer getan hat, das ganze Jahr über. Und wir eben dadurch, dass wir gleich vom Anfang gut gespielt haben und viel gewonnen haben, dass ja irgendwie eine gewisse Sicherheit haben und das Selbstvertrauen. Ich glaube, das macht in so einer Serie schon einen Unterschied, vor allem wenn wir 1-0 oder 2-0 in der Serie in Führung gehen. Ja, ich glaube, das hat einen Unterschied ausgemacht. Die zweite Halbfinalserie Wien gegen Linz ist noch nicht entschieden. Es steht seit heute 3-1 für die Wiener. Schaut ihr jetzt euch die letzten Spiele im Halbfinale an, beziehungsweise wer wäre dein Wunschgegner für das Finale? Ich habe eigentlich keinen Wunschgegner. Ich würde hoffen, dass die Serie über 7 Spiele geht, dass sie sich richtig bekämpfen. Aber ja, wir sind froh, dass wir im Finale sind. Ich glaube, es sind beide super Mannschaften. Linz hat jetzt die letzten Wochen gezeigt, wie viel Charakter sie haben, sind immer zurückgekommen. Die Wiener haben 2-3 Monate ein bisschen eine schlechte Phase gehabt, aber ich glaube, die sind wieder da, wo sie am Anfang vom Jahr waren. Sie gewinnen Spiele und anscheinend auch recht souverän jetzt gegen Linz. Ja, ich freue mich auf beide. Es sind beide super Mannschaften gegen zu spielen im Finale.